geil. Ich warte ehrlich gesagt nur auf die Dinosaurier. Mehr hat ein Gegner überfordert. Ist ja nicht mehr eine. Oh, was? Warum hatte ich jetzt schon wieder so viel. Slack, ja, Slack ist ekelhaft. Was ruft denn hier so mein Slack so um sich? Ach. Also, wenn du geslackt bist, gibst du echt krass viel mehr Schaden. Oh Gott. Die ist tot da unten. Toll. So, machen wir hier durchgehen. So, Spaß da unten. Zyklonstalker, was kann der denn? Ach, ich will's gar nicht wissen. Also, irgendwie können die sich hier. Ich glaube, die Zyklonstalker sind noch mobiler als die normal. Aua. Ey, hätte ich meine Festhaltfähigkeit hier nicht, würde ich die ganze Zeit fluchen bei diesen Stalkern. Weil die mit Blei an der Wand festzunageln funktioniert ja auch nur so ansatzweise. Hm. Okay, sind wir hier durch. Ich sollte echt nicht an dort nachladen. Ich glaube, ich will auf 200 Schuss runter. Boah. Naja, aber für die SMG, ich hatte gerade schon wieder 400 und habe gerade, glaube ich, 200 Schuss. Verballert, aber man findet für die SMG auch echt viel. Obwohl jetzt gerade gar nichts. Auch nicht schlecht. Übrigens, ich habe jetzt mal zwischendurch nochmal rausgekriegt, das steht normalerweise ja dran, wie es in Borderlands 1 stand dran, wie die Munition, welche Munition ist. Da stand immer drin, du hast bla bla bla, 16 Sniper-Munition aufgenommen und. Das steht jetzt ja nicht mehr dran. Das haben wir ja bis heute nicht rausgefunden, welchen. Was? Um die volle Verwendung von Slack zu erforschen. Es ist nicht nur ein Typ von Elementarschaden. Wenn man weiß, wie man es benutzt, hat Slack viele Einsatzmöglichkeiten. Aha. Ich sehe da oben Rags. Ich mache dann hier mal das. Das Flakgeschütz. Na geil. So. Waren das alle? Ja, die ist. Zu geil. In dem Moment. Oh, ich bin 200 Feinde mit Luftgranaten. Ich hab schon 250 Mann mit diesen. Clustergranaten umgehauen. Ich sollte aufhören nachzuladen. Wuhu. Sag ich, was ist denn hier noch? Die Granate. Wie viel Iridium waren das? 4? Ja. Gute Stapel. Gute Stapel. Yeah. Oh, Better Slack Stark. Ich werde dir mal ein paar Granaten ankaufen. Mal sehen, was er dazu sagt. Oh. Nicht so viel. Ich habe das Gefühl, dass die Skags die Säurewaffen eigentlich ganz gut immun sind. Oh Gott. Oh, Schock-Skag. Verschiedene Element-Skags. Aua. Der hat gerade mein komplettes Schild weggehauen. Out. Out. Oh, ich sterbe. Ja, ich auch, und ich sehe keinen richtigen Gegner. Ach, ist das super, ey, scheiße. Ich ahne vor allen Dingen, woran ich gestorben bin. Und zwar an diesen. Ach, ich kann nicht, der E drückt halt, dann geht's schneller. Es kostet wieder 4000. Dann lass ich mit dem Gate dauern. Oh Mann, ey. Na, wie kostet der Spaß? Ja, Pipi nutzt die Gelegenheit und sagt Katsching. 4300 hat mir der Spaß gekostet. Oh. Warte. Und ich bin jetzt bei 7. Oh, ich war mal bei 61.000. Also, ein bisschen Minus habe ich schon gemacht durch das ganze andauernde Sterben. Ob es da am Ende irgendwie eine Statistik gibt, du hast so und so viel Geld daran versetzt, am Boden zu liegen und wieder neu gebaut zu werden. Ja, immerhin geht es prozentual von deinem Geld ab, was du hast. Ja.
Stell dir mal vor, du müsstest irgendwie hinterher mit Level. Ja. Na, bist du pleite, dann bist du für immer tot. Ja. Meine zuzutrauen, wer ist der Firma? Granaten und eine Waffe, die nichts taugt. Zack. Und was haben wir hier noch alles? Granaten und was Grünes. Eine Mistgranate. Warte mal. Oh, die würde ich dir sehr empfehlen. Haben wir. Was kann denn diese Granate? Die macht 136 Schaden. Oh Mann. Warte mal, ich werf die mal. Die hat irgendwie. Was habe ich da gerade Lustiges gelesen? Das sah irgendwie gerade vielversprechend aus. Warte mal. Mal gucken jetzt. Oha. Das war gerade meine Granate. Warte, ich muss die mal im Einsatz testen. Die ist vielleicht doch gar nicht so uncool, wie ich immer dachte. Ich meine, 136 Schaden hört erstmal wenig an. Eridio-Injektionen zeigen eventuell Nebenwirkungen wie Gigantismus, Irrsinn und überschüssige Triebmaßen. Aha. Geil. Was machst du denn? Aha, ein Kampfingenieur. Ja. So. So, ich werfe da mal hier mal eine coole Granate, mal sehen, was die machen. Naja. Also es macht zwar durchaus ein bisschen Schaden, dieses komische... Okay. So, Maskenparatur erforderlich, fällt aus. Oh, da hinten... ich sehe hier einige ganz leck vorrücken. So. Jetzt kommen meine Granaten zum Einsatz. Na komm. So. Ich habe hier einen Schalter gefunden, den ich nicht pullen kann. Cool. Also mit der Slack-Proben geht ja auch nicht so richtig voran, halt ich für. Was haben wir hier noch? Oh! Ja, aber mir ist normal. Ja, trotzdem 1000 Schaden ist schon mal recht mächtig. Wir müssen hoch, ich glaub schon. Na gut, ich hab noch kurz meine Granatenvorräte nochmal aufgestockt und dann geht's hier weiter. Ist hier schon wieder tonnenweise Feind auf dem Rad. Was? Was schreien die? Ich verstehe das nie. Oh Gott, sind da richtig viele Granaten! Naja! Ja. Hast du auch noch Granaten draufgeworfen oder waren das alles meine? Ja, war nicht mehr viel übrig danach. Sollte aber kein Problem für dich sein. Ich wollte dich nur warnen. Ah ja, sollte kein Problem für mich sein. Voll die ganzen Raketen. Ja, das waren die richtig fetten. Oh, guck mal. Sieht vielleicht doch gar nicht so schlecht aus mit den Proben hier. Was haben wir hier noch? Chance bei einem Schadensnahme einen Schildbooster zu... Was? Schildbooster? Achso, ich ahne, was es ist. Und das ist die letzte Probe. Fantastisch. Hinterleg sie bei Roland, sobald du mit deiner irrelevanten Beschäftigung fertig bist. Ah ja, so. Ich krieg mal das Echo hier an. 27 Jahre. 27 Jahre lang hast du mich benutzt, um diesen Leuten Angst einzujagen, nicht wahr? Du verstehst das nicht. Halt's Maul! Du wolltest gar nicht, dass ich diesen Planeten beschütze. Digga, brauchst du überhaupt die Munition? Dass ich ihnen Angst halte, damit diese Leute ja tun, was du verlangst. Niemand widersetzt sich dem Orden, wenn er den Zorn einer Sirene fürchten muss. Ist es nicht so? Du hast keine Ahnung. Kind, du musst noch so viel lernen. Nenn mich nicht Kind. Alle raus hier. Hm. Ihr habt von dem Orden nichts mehr zu befürchten. Ich haue ab. Aber wo willst du hin, Kind? Maya. Nach Pandora. Ich werde Antworten finden. Angel. Ja, Jack. Das. Finde sie. Ah ja, das hört sich sehr nach mir an. Also, das, mein Char ist ja so. Na dann, Kind. Ich habe mich umbenannt. Ich werde jetzt mit J geschrieben.
Das sieht hier so nach Arena aus. Ja, na dann. Let's go. Ich muss mal kurz checken. Ich habe gerade Videoexperimente an ihr durchgeführt. Ich lasse sie umgehen, aber was soll's. Oh, Slagged Bloodwing. Ein bisschen größer geworden. Minimal. Oh mein Gott. So, ich wollte. Ergib dich lieber. Bloodwing hat alle Elemente zu ihrer Verfügung. Feuer, alle? Korrosion, Slag. Na toll. Und oh Mist, das letzte habe ich vergessen. Was war das nochmal? Oh Gott, verdammt nochmal. Du musst sie nur schwächen. Ich betäube sie dann. Tut mir leid, Soldat, aber du musst Bloodwing besiegen. Tu, was du kannst, um sie zu retten, aber wenn's nicht geht. Sie hat das, was wir brauchen, um an Control Core Angel ranzukommen und den Kammerschlüssel abzugreifen. Nur das zählt. Wie kommt das Video runter oder fliegt das nur umher? Feuer! Ja. Ah. Feuer. Was war das noch? Na toll. Weil da uns der Vogel ja nicht direkt. Also, der Kampf könnte deswegen schwerer werden, wenn wir diesen dummen Vogel nie treffen. Geh aus dem Weg! Sie wird zum Sturzflug ansetzen! Aber. Guck mal, mein Schild ist da. Ja. Ja, ich habe jetzt vor allen Dingen. Ich habe gerade umgebaut auf ein Schild, was nicht mehr ganz so schnell regeneriert. Das wird wieder. Ich muss Bloodwing nur ruhig stellen. Sie zurück nach Sanctuary schaffen und. Keine Ahnung, vielleicht kann Red sie zusammenfliegen. Ah. Der Revolver tut. Ja, aber was sind das für Viecher? Oh, ich bin ja da. Also mit dem Revolver treffe ich sie ganz gut. Also mit diesem Schnellschussrevolver hier. Ja. Was? Müssen wir den Vogel jetzt ganz down schicken oder können wir jetzt auch noch was machen? Das ändert das Vieh jetzt mal seine. Was heilt sich dabei auch noch? Na! Boah. Ah, ich bin nicht sowieso. Oh, wow. Nein. Mag nicht. Wo ist denn dieser dumme Vogel? Da oben? Damit der geschützt sich jetzt hier noch. Oh. Ja, ich hab die gerade mit meiner Fähigkeit getötet. Aus ihrem Halsband. Dann schaffen wir sie zurück nach Sanctuary. Das ist ein kleines Halsband. Naja. Jetzt weiß ich's wieder. Sprengstoff! Oh oh. Nein! Weshalb schaffst du mich nicht, du herrenloser Abesser? Gib auf und stell dich, sonst war dieser dämliche Flattermann nur der Anfang. Verdammt, Jack! Ich bring dich um! Hörst du mich? Tut mir leid, Bloodwing-Soldat, aber wir müssen weiter. Bring das Software-Upgrade zu Claptrap, dann kommen wir durch das Sicherheitskraftfeld, das Control Core Angel abschirmt. Na super. So, gibt es ja hoffentlich irgendwelche coolen Waffenkisten noch, oder war das jetzt komplett einfach nur... Oh doch, es gibt coole Waffenkisten. Mindestens zwei Stück. Und? Hab noch nicht geguckt, hab denn die Kisten aufgeöffnet. Es gibt einen Raketenwerfer, der ganz gut Schaden macht. Slack schon explodiert mit Nachladen wie Granaten. Ja, nur zwei Schuss, aber. Ich hab mal eben einen Revolver aufgenommen. Mal gucken. Ah, ein 2500 Schadenraketenwerfer ist schon nicht übel. Guck mal, das war drinne. Der Revolver hier? Naja, 8 Schuss aber nur. Ich meine, der schießt zwar saumäßig schnell, aber. Und bei mir sind es dann 10. Obwohl, warte mal, ich glaube, ich nehme den. Mit meinen Fähigkeiten müsste das Ding.
Mit meinen Fähigkeiten, wie sich das schon wieder anhört. Mit meinen Fähigkeiten müssten das jetzt 10 Schuss sein, hoffe ich, oder 9? 9.